Der 33. Deutsche Logistikkongress ist natürlich dazu da, dass man sich die Fachsequenzen und Vorträge anschaut, aber es ist mit Sicherheit genauso wichtig zu netzwerken. Und das kann man hier in gemütlicher und öffentlicher, schöner Atmosphäre in der Marlene-Bar tun. Also insofern, hier treffen sich Geschäftsleute, um sich miteinander zu verbinden. Den Wandel gestalten, das Motto dieses Kongresses, nimmt jetzt nochmal das Podium auf und wir klinken uns mal kurz in die Podiumsdiskussion ein. Also dieses Thema Vernetzung im Sinne von ein Netzwerk an vielen Beteiligten erbringt eine Dienstleistung und das Thema Vernetzung im Sinne von digitale Daten über Produkte, über Waren, über Transporte sind verfügbar und aufgrund dessen kann ich natürlich viel einfacher Entscheidungen treffen und Vorhersagen treffen, wo ich denn Hilfe brauche. Ich mache jetzt nicht zufälligerweise hier bei Star Trek mit, sondern tatsächlich mit einer virtuellen Brille schaue ich mir gerade hier einen Film an und ich muss mal ehrlich sagen, das ist meine erste Erfahrung hiermit und bin völlig perplex, was hier möglich ist. Ich sehe ganz viel leicht bekleidet, nein Quatsch, ich sehe ganz viele Comic-Gesichter und egal wie ich meinen Kopf bewege, das Bild bleibt sozusagen gleich, eine völlig abgefahrene Illusion hier. Was wir hier sehen, ist eine neue Einrichtung bei diesem Kongress, Meet the Expert von der Bundesvereinigung Logistik. Ein ungezwungenes Treffen, wo Experten sich vorstellen und auch ins Gespräch kommen. Und wie man sieht, Experiment gelungen. Hier stehen doch einige Leute und machen mit. Toll. Kurz vor dem Raum Bellevue im Hotel Interconti sehen wir die Startup Lounge. 11 Startups hintereinander gereiht, die Möglichkeit haben, sich hier zu präsentieren. Und ich habe mir von den Teilnehmern sagen lassen, die würden sich irre freuen, wenn sie mal vorbeischauen. Apropos Startups, wir gehen jetzt mal in eine Sequenz rein. Und zwar findet dort ein Startup-Pitch statt. Und Sie sehen im Hintergrund schon so ein paar Bilder, wo sich Unternehmen vorstellen können. Eine tolle Innovation der Bundesvereinigung Logistik. Dieses Jahr scheint tatsächlich das Jahr der digitalen Revolution zu sein, auch was die Entspannung angeht. Ich höre Musik, ich sehe etwas ganz Tolles durch diese Brille und relaxe jetzt erstmal und wünsche Ihnen einen schönen Restmittwoch. Ah.